Meine Damen und Herren, Hallöchen und Popöchen, ich begrüße Sie hier herzlich zu einer weiteren Ausgabe Was kann? Heute mit dem Spiel Deep Sky Derelicts aus dem Hause Snowhound Games. Schön, dass ihr mit dabei seid. Deep Sky Derelicts ist ein rundenbasiertes Strategie- bzw. Rollenspiel und erinnert nicht nur optisch an Spiele wie Darkest Dungeon. Seinerzeit hätte ich Darkest Dungeon wahrscheinlich rauf und runter gespielt, doch mir persönlich hatte das Setting nicht genug zugesagt gehabt, aber jetzt. Deep Sky Derelicts hat nämlich ein retro-futuristisches Setting und da denke ich mir doch mal, hey, da gucken wir doch mal auf jeden Fall rein. Wir starten eine neue Kampagne und sind erstmal maßlos überfordert. So, und als allererstes stellen wir uns natürlich einen anfänglichen Trupp zusammen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Wir haben hier einmal Leo, Asgard und Guru. Ich bin natürlich der Anführer, bin neurotisch. Das bedeutet, wir haben hier 2 Punkte zusätzlich auf Initiative. Meine werte Gemahlin ist eine Fährtenleserin und eine charismatische noch obendrein. Dafür bekommt sie plus 15% Mentalattribut. Und dann habe ich natürlich noch einen Sanitäter dabei. Ich hab gerätselt, nehme ich einen Techniker mit oder einen Sanitäter? Letztendlich habe ich keine Ahnung, was das für uns im Kampf bedeutet. Na, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Trupp, mit dem wir jetzt loslegen wollen. Auf geht's. Neuer Spielstand. Dann wollen wir mal. Wie gesagt, retrofuturistisch. Willkommen, Plünderer. Ich habe dich schon erwartet. Ich muss dir jetzt erst erklären, dass die Welt ungerecht ist und du weißt das besser als manch anderer. Da ich selbst ein Adliger bin, kann ich mir die Schwierigkeiten, mit denen ihr Staatenlosen zu kämpfen habt, zwar nur vorstellen, doch ich gebe dir eine Chance, dieses brutale Leben für immer hinter dir zu lassen. Wirklich? Welche Chance? Bitte die Kurzversion. Der Vizegouverneur direkt zu uns. Direkt zu uns. Das passt sogar, wenn ich einen Schnurrbart hätte und die Haare richtig straff zurückgegelt habe, dann sehe ich wirklich so aus. Dann sehe ich wirklich so aus. Wirklich, welche Chance? Ich möchte, dass du das sagenumwobene Mutterschiff findest und sicherst. Zur Belohnung werde ich dir eine ordentliche galaktische Staatsbürgerschaft verleihen. Das Mutterschiff ist doch nur eine Legende. Ich verstehe deine Skepsis, doch das Mutterschiff ist nicht bloß eine Gute-Nacht-Geschichte, sondern ein erstaunlich realer Fakt, das musst du akzeptieren. Außerdem würde ich... Ah, oh, das geht mir zu schnell. Ah, ich kann zurück. Außerdem würde ich keine volle Staatsbürgerschaft versprechen, wenn ich es nur für einen Mythos hielte. 3, 2, 1, ne? Schreib dich nicht ab. Lern klar lesen. Unsere Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich das Mutterschiff irgendwo in diesem Sektor versteckt. Die Indizien, die wir haben, deuten darauf hin, dass es voller technologischer Wunder steckt, jenseits unserer Vorstellung. Das Triumvirat ist bereit, alles dafür zu bezahlen. Finde das Schiff und ich werde dir die volle Staatsbürgerschaft verleihen. Ich brauche wohl nicht dazu sagen, dass dies eine einfache Fahrkarte in ein behagliches Leben in einer komfortablen und schönen Spiegelwelt ist. Das lohnt sich für uns. Auf jeden Fall, das lohnt sich, dass wir uns mit unserem Trupp aufmachen und viele zahlreiche verlassene Alienschiffe erkunden, bis wir letztendlich dann das eine großartige, legendäre Schiff finden. Das Mutterschiff klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Warum ich? Und wie soll ich es finden? Ich habe gehört, dass du kampferfahren bist und... dich in den Wracks zurechtfindest. Meine Quellen sind in der Regel äußerst zuverlässig. Suche nach Hinweisen, untersuche die Brücke eines jeden Wracks, das du anfliegst und finde nützliche Informationen, Daten, Pläne, Logbücher, all das, was nicht im Laufe der Jahrhunderte, der Tausende zerstört wurde, die diese Schiffe schon im All treiben. Vielleicht findest du solche Informationen nicht auf jedem Wrack, doch mit ausreichend Daten können unsere Wissenschaftler die genaue Position des Mutterschiffs vielleicht zusammenfügen. Oh, das ist ja wie bei, kennt ihr, ne, Warhammer? Warhammer, da gibt es auch so einen Einsatztrupp, der die in so einem ehemaligen Kriegsgebiet die ganzen Wracks abläuft und sowas und danach wertvoller Technologie Ausschau hält. Könnt ihr mir das vielleicht in die Kommentare schreiben? Hallo, ist das Ding an? Ich kann es schaffen. Wo beginne ich? Denk darüber nach, ob du nicht ein paar Aufträge im Leer annehmen willst, um deine Expedition zu finanzieren. Begib dich dann zum Pardeck der Shuttle und beginne die Wracks zu untersuchen. Wie, das finanziert ihr mir nicht? Das muss ich auch noch selber finanzieren? Naja, gut, okay. Ich dachte ja, eine Spesenkasse oder sowas. Aber das ist doch mal geil. Das ist Science Fiction at its best.
Bin sehr gespannt auf die Kämpfe. Es ist so ein bisschen Cardplay, also rundenbasiertes Cardplay kämpfen. Also, naja, ich denke da gerade, wie gesagt, an The Darkest Dungeon, was ich nicht wirklich gespielt habe, aber genug Videos dazu gesehen habe. Das wird super. Erzähl mir mehr über diese Aufträge. Alle möglichen Leute sind an den Wracks interessiert. Sie beauftragen Plünderer damit, verschiedene Missionen an Bord der Wracks durchzuführen. Schließt man einen solchen Auftrag ab, erhält man Credits. Und Credits werden dir selbstverständlich bei deiner Suche nach dem Mutterschiff langfristig behilflich sein. Ein Überwachen dieser Aufträge ist nicht Teil meines Jobs als Vizegouverneur. Du musst dich mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Suche das Leer auf, wenn du mehr wissen möchtest. Was ist mit meinem Team? Werden sie ebenfalls belohnt werden? Das will ich doch aber hoffen. Ja, alle deine Kameraden erhalten eine ordentliche galaktische Staatsbürgerschaft und alles, was dazugehört, wenn ihr das Mutterschiff finden solltet. Erzähl mir mehr über diese Aufträge. Wir wissen ja jetzt Bescheid, ne? Also das sind dann quasi so Challenges, die wir dann an Bord der Schiffe, an Bord der Wracks dann ausführen müssen, um zusätzliche Boni von Dritten zu bekommen. Was ich ganz geil finde, ey. Das ist immer super. Was ist mir denn hier? Was für eine Perle vor die Flinte gelaufen? Deep Sky Derelicts. Auf geht's. Informiere mich, sobald du irgendwelche Informationen über das Mutterschiff hast. Erweise dich würdig und ich werde dir eine weitere Arbeitserlaubnis einräumen, wenn du das Mutterschiff finden und sichern kannst. Ist die Staatsbürgerschaft dein? Der Mann weiß uns auf jeden Fall zu locken. Denk aber daran, dass du nicht der Einzige bist, dem ich dieses Angebot gemacht habe. Du musst schnell sein, Plünderer. Wow, ist ja mal super. Gleich mit Druck arbeiten, wa? Dieser Vizegouverneur. Ich würde gerne mit ihrem Chef reden. Ist das normal? Ist das normaler Arbeitston hier? Wo sind wir überhaupt? Gehen. Als allererstes zeige ich euch mal das PDA, quasi unser Bildschirm für alles, für unseren Trupp. Hier haben wir unsere drei Söldner, die wir am Anfang zusammengestellt haben und das jeweilige Kartendeck vom jeweiligen Söldner. Die Karten, die stellen sich aus unseren Fähigkeiten und unseren Gegenständen zusammen. Hier haben wir zum Beispiel unsere Seitenwaffe, eine leichte Distanzwaffe Level Nummer 1. Dafür bekommen wir zwei Einzelschusskarten und eine Doppelschusskarte. Die finden wir dann hier unten nochmal in der Gesamtansicht wieder. Und das gleiche auch nochmal hier für Werkzeuge und Schildkerne. Und je nach Gegenstand bekommt man dann entweder Attacken, Defensivhandlungen oder irgendwelche Buffs bzw. Debuffs. Hier sehen wir dann den Fähigkeiten-Level mit den einzelnen Perks von dem Spieler. Da werden wir uns später noch weiter einarbeiten, wenn wir dieses Spiel weiterspielen. Aber es gefällt mir gerade ganz gut. Und hier haben wir schon ein paar Missionslogs. Einmal hier bei Taray. Standortdaten finden auf einem Schiffswrack. Und hier das gleiche nochmal in grün auf der Banshee. Oder für die Banshee. Okay, das wäre es soweit hier zuerst mal. Ansonsten so ziemlich die gleiche Bewaffnung, natürlich, ich sag mal, klassentypisch. Unser Sanitäter hat natürlich Erste-Hilfe-Kits mit dabei, kompletter Neustart, reinigt alle Effekte am Ziel. Das gleiche hier auch nochmal ruhig stellen, hindert eine biologische Einheit für eine Runde daran, eine Angriffskarte zu spielen. Damit kann er dann den Gegner quasi ein bisschen blockieren. Ja, die gucken wir uns später nochmal genauer an, wir machen weiter. Hier, wir sollten zum Leer gehen und uns da ein paar Aufträge holen. Hallöchen, willkommen im Leer, ob ihr es glaubt oder nicht. Das hier ist das Unterhaltungszentrum der Station. Wir verkaufen Drinks, mit denen man den Schmerz besser ertragen kann. Und wir tragen hier alle verfügbaren Aufträge zusammen. Wirf einen Blick auf unseren PDA, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ja, haben wir ja geguckt gehabt. Einmal Banshee und Bataria. Bataria. So in die Richtung. Aus Schrott macht Kohle, aus Schrott macht Kohle. Wir vom Sperrmüll Siegfried Schrottpalast sind immer auf der Suche nach guten Teilen zum Ankauf, wenn die Preise stimmen. Bring uns drei funktionstüchtige T-Modell-Roboter-Ersatzteile vom Typ Hausmeister und wir werden dir gutes Geld dafür zahlen. Das ist jetzt gar nicht mal irgendwie wrackspezifisch. Das können wir wahrscheinlich überall erledigen, das nehmen wir natürlich gerne mit. Diesen Auftrag nehmen wir gerne an, 1500 Credits bei erfolgreichem Abschluss. Ich hoffe mal leicht verdientes Geld. Wir spielen ja auf normal, es gibt noch so einen Hardcore-Modus, aber ist, glaube ich, für die erste Runde nicht so wirklich angebracht. Wurmling-Forschung. Ich, Slank-Händler, für feine Substanzen benötige von dir 5 Wurmling-Gedärme. Ich weiß, du denkst jetzt sicher, er macht sicherlich Wurmen daraus, ganz sicher. Falsch. Ich brauche sie für meine hochaktuellen Forschungsstudien über die Ernährung von Wurmlingen. Ganz ehrlich, ich bezahle also gut. Eigentlich fast zu gut. Für 5 Innereien. Denk darüber nach.
kriegen wir 500 Credits, nehmen wir auch mit. Wurmling-Forschung. Okay, Wurmling und Roboterteile Marke Hausmeister. Und hier könnten wir noch welche mitnehmen. Aber wir sind gerade voll. Also aktuell kann man nur eine Dreier-Truppe dabei haben. Vielleicht ist das später anders. Vielleicht können wir später dann mehrere Trupps auf mehrere Wrack schicken und dann zwischen den Rollen hin und her springen. Aber das finden wir gleich raus. Das finden wir gleich raus. Nee, dann interessiert es mich auch erstmal gerade gar nicht. Weil unser Trupp ist ja voll. Wunderbar. Research Workshop. Was können wir denn hier machen? Oh, ein Kunde. Willkommen in meiner Werkstatt. Ich habe hier jede Menge Upgrades für Plünderer, Reisen und dergleichen. Diese Dinge findest du nirgendwo sonst. In Deep Sky, das verspreche ich dir. Oh, ein Asiate. Der sieht ein bisschen aus wie der Verkäufer vom Mogwai, dem ersten Gremlin. Aus dem Gremlins-Film. Egal. Ein Schlag aus meiner Jugend. Scanner-Upgrade, Scanner-Reichweite. Reichweite vergrößern. Ah. Damit können wir uns also Upgrades holen. Schlägt Alarm, wenn eine Falle innerhalb der Scan-Reichweite erkannt wird. Scan-Dauer. Räume bleiben für plus eine Sekunde gescannt. Wir haben 600 Credits. Ich würde auch vorschlagen, wir investieren noch nichts in Fähigkeiten, weil wir noch nicht ganz genau wissen, welche Fähigkeit uns voranbringt. Welche wir gerade gebrauchen können und welche nicht. Dann müssen wir erstmal natürlich den Praxistest machen. Den Feldtest. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Und bis dahin hast du hoffentlich einen Gremlin am Start. Hier können wir uns wahrscheinlich heilen lassen, na klar. Hier bei Deep Sky Medical kümmern wir uns um das Verarzten von Wunden, Traumatherapie und sogar um das Wiederbeleben der Gefallenen. Die Behandlung ist allerdings nicht billig, also sieh zu, dass deine Extremitäten und Organe unversehrt bleiben. Ist doch schon mal ganz nett, aber uns geht's ja gerade gut, wir waren noch nicht mal draußen. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Station Hall! Okay, da ist der Vizegouverneur. Sei gegrüßt, Plünderer. Wie sieht es mit deiner Suche aus? Nee, ist egal. Ich hau ab. Wir quatschen später wieder. Ich will erstmal meinen ersten Auftrag machen. Ich will ein bisschen kämpfen. Ciao. Adios, Muchachos. Und hier können wir Kram kaufen. Komm rein. Waffenkerne, Mods, Ausrüstung. Hier gibt es alles. Du hast heiße Ware, die du loswerden möchtest. Kein Problem. Was heißt denn bitte heiße Ware? Killerware oder wie? Wir durchsuchen doch nur Wracks. Das gehört doch niemandem mehr. Ist alles noch zu teuer. Jetzt haben sie mit Absicht wahrscheinlich ein paar Credits über 600 teuer gemacht, damit man das nicht gleich mitnehmen kann für die erste Runde. Aber ein paar Energiezellen wären nicht schlecht. Davon hat jeder gerade von uns sowieso zwei dabei. Vielleicht nehmen wir uns auch einfach zwei große mit. Wer kriegt die dann in den Inventar? Wer kriegt die ins Inventar? Unsere Söldner. Also unser Söldner, unser Sanitäter. Da stand nur gerade Söldner, deswegen habe ich Söldner vorgelesen. Verteil die mal bitte. Auf jeden Fall sollte Leo eine kriegen. Nein, nicht rüberschicken. Nicht rüberschicken. Ich möchte gerne, dass du das in ein anderes Inventar schickst. Ah, das ist unser gemeinschaftlicher Inventar? Cool, sehr schön. Ah, okay, alles klar. Die Waffen, Werkzeuge und Schilde sind an jedem Söldner direkt angebracht. Den Inventar teilen sie sich. Gar nicht mal so uncool, oder? Gar nicht mal so uncool. Okay, wir legen los, Leute. Ich bin heute euer Pilot. Zeigt mir nur schnell eure Tickets. Okay, gut, wählt euer Ziel auf der Sternkarte, dann können wir loslegen. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Deep Sky Express. Falls sie nicht lebendig ankommen, bekommen sie ihr Geld zurück. Okay. Beide Touren sind gratis. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Spiels ändern. Wir legen mal los mit Banshee, weil da ein Ausrufezeichen dran ist. Status verfügbar. 9,1 Lichtjahre, das ist ein ganz schönes Stück weit weg. Los geht's. Der Soundtrack ist ganz nett, ne? Sci-Fi Ambient.
Und da sind wir auch schon. Okay, hier sind wir. Piept mich an und findet euch hier ein, wenn ihr bereit seid, zur Basis zurückzufliegen. Passt da drin auf euch auf. Ach, das war eine Frau. Okay. PDA öffnen. Aktiviere den Scanner, um die umliegende Gegend zu aufzudecken. So wissen wir, was uns erwartet. Wir sollten alle interessanten Punkte abklappern. Auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt ein neuer Punkt hier, der Scanner. Wo aktivieren wir den Scanner? Scan für 50 Aktionspunkte. Und wir haben aktuell 1000. Richtig? Ja, haben wir. Sehr schön. Was ist das hier? Energieanstieg. 10 AP. 20 AP. Ups, jetzt habe ich darauf geklickt. Egal, du entdeckst einen Mann, der mit finsterer Miene auf einen riesigen Müllhaufen blickt. Ich hasse diesen Müll. Er stinkt, er strahlt, er rafft mich dahin. Was soll ich mit diesem Dreck anfangen? Wir sind am Rande der Galaxie. Warum kannst du ihn nicht einfach hier lassen? Mülltrennung ist nicht so mein Ding. Ja, ich sag das. Mülltrennung ist nicht so mein Ding, mein Freund. Können wir jetzt kämpfen, oder? Der Müllmann kratzt sich am Kopf, während er den widerlichen Müllberg begutachtet. Ernsthaft? Was soll ich mit diesem ganzen Zeug anstellen? Ich sag mal das andere. Wir sind am Rande der Galaxie. Warum kannst du ihn nicht einfach hier lassen? Ich kann nicht. Weißt du, dieser gute, altmodische Müllhaufen ist leicht zu finden. Meine Vorgesetzten könnten herausfinden, wenn ich das Zeug einfach aus dem Fenster werfe, anstatt es ordnungsgemäß irgendwo wegzuschließen oder vorsichtig zu zerstören. Sie würden mich buchstäblich töten, wenn sie herausfinden, dass ich irgendetwas derartiges angestellt hätte. Ich werde einen Ort für dich finden, wo du deinen Müll verwahren kannst. Oh, also es gibt auch innerhalb der Missionen, also wenn wir auf Mission sind, gibt es nochmal so eine kleine Zwischenquest, wie wir gerade festgestellt haben. Ich werde einen Ort für dich finden. Sehr, echt sehr streng zurückgekämmte Haare, der Typ. Wirklich, danke. Ich war schon langsam etwas verzweifelt. Plutonium ist nicht gerade etwas, womit man scherzt. Gehen. Haben wir das jetzt hier irgendwie drin, als Quest oder so? Oder ist das quasi der Leitfaden hier? Der Leitfaden, was wir hier zu erledigen haben. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Mich wurmt das. Ich will das wissen, was hier ist. Ich will das hier wissen. Was diese Blitze zu bedeuten haben. Hier gibt es ja keine... Ah, doch, alles cool, alles cool. Es sind tatsächlich Quests, die man hier noch mal aufnehmen kann. Das ist ja mal geil, oder? Das ist ja mal super. Banshee-Zeit, den Müll rausbringen. Hilf dem Müllmann, auf dem Wrack der Banshee die riesigen Müllberge loszuwerden. Finde einen Ort, an dem der Müllmann seinen Müll entsorgen kann. Kriegen wir hin. Aber erstmal checken wir, was die Blitze hier bedeuten. Wo sind wir hier? Energieanstieg. Plus 1 Karte, 25% Chance auf Energieserien in jeder Runde. Ah, hier haben wir quasi einen Energiebuff, wenn wir hier kämpfen würden. Ja, das sieht ganz danach aus. Okay, und das wird wahrscheinlich hier überall sein. Ich versuche mal meine These zu bestätigen. Okay, alles klar, wir scannen mal wieder. Da ist was. Auch schon unsere ersten Gegner auf Kampf vorbereiten. Die Skinks zischeln scharf und zucken nervös, als du näher kommst. Eine Mischung aus Aliens und Ratten. Ich sehe das gerade. Und wir haben hier diesen Energiebuff. Gilt er auch für Gegner? Wir werden es rausfinden. Auf den Kampf vorbereiten. Okay, und jetzt? Okay, wenn unsere Energiereserven hinreichend sind, können wir unbesorgt kämpfen. Wenn sie allerdings niedrig sind, sollten wir über einen Rückzug nachdenken. Okay, ja. Die Energiereserven. Das bedeutet, dass wir pro Wrack immer nur ein gewisses, eine gewisse Reserve an Energie haben. Und wenn die aufgebraucht ist, müssen wir abhauen. Müssen uns irgendwie aufladen. Wir legen los. Leo ist am Start. Der muss zuschlagen. Ich buff erstmal unsere Leute. Ich buffe Asgard. Das sollte reichen. Da ist sie gebufft. Wunderbar. Schön abgewehrt, sehr schön. Oh, jetzt hat sie einen Debuff.
Säurespucke, minus 15% Schadensresistenz. Und nochmal minus 30% Schadensresistenz. Vierte Runde, oh oh. Das gleiche gilt auch für unseren Guru, für unseren Sanitäter. Asgard ist dran, ne? Ich würde sagen, wir hören auf zu buffen. Wir legen mal los. Gezielter Schuss. Den Anführer in der Mitte. Cool. Der Guru ist dran, ne? Ruhig stellen. Adrenalinschub, kompletter Neustart. Er kann gar nicht angreifen. Er ist quasi so eine Art Buff-Charakter. Ja klar, ein Sanitäter. Sani! Medic. Also muss er buffen. Adrenalinschub, Verbündeter. Energetisieren 1 verleiht außerdem eine Runde lang plus 1 Initiative. Reinigt alle Effekte am Ziel. Hindert eine biologische Einheit für eine Runde daran, eine Angriffskarte zu spielen. Schild wieder aufladen. Nein. Ich blockiere mal einen von den Jungs. Ruhig stellen. Einer, der relativ stark ist. Es ist saugeil. Mensch, das ist ja saugeil, das Spiel. Indie-Games, Leute. Immer wieder ein Blick wert. Säurespucke, vorsichtig. Das wird nicht einfach sein, das Spiel. Einfacher Schlag. Den knallen wir erstmal ab. Mit dem einfachen Schlag. Ne, wir schnetzeln ihn weg, genau. Den in der Mitte. Ein Angriffer weniger. Asgard ist dran. Wir. Haben auch nur den einfachen Schlag gerade. Sehr schön. Ach, guck mal, da kann er doch schießen. Wildes Geballer. Natürlich, wildes Geballer. Leg los. Warum konnte er in der Runde noch nicht schlagen? Ach, weil das Kartendeck... Okay, das Kartendeck entscheidet. Ah, okay, alles klar. Dann machen wir mal hier kurz einen Prozess. Das sind ja unsere ersten Gegner. Das ist ja noch keine Herausforderung. Allzu großen Einfluss haben wir ja auch nicht. Skinkruf! Was haben die jetzt bekommen? Skinkruf. Plus 20% Schaden. Oh, oh. Und plus 10% Initiative. Wir müssen sie ausschalten. Sofort. Den einfachen Schlag, der sollte reichen. Yeah. Wunderbar. Und jetzt nochmal schön präzise. Ich würde ihn ja ruhig stellen, aber ich habe gerade die Karte nicht am Start. Nice. Komm schon. Oh oh. Ist nur ein schwacher Schlag gewesen. Nein! Nicht die Spucke schon wieder. Säurespucke. Okay. Gib mir den Rest. Nice. Okay. Wir haben bekommen kleine Energiezelle, nehmen natürlich alles mit. Und dann geht's weiter. Ja, ich habe vorhin den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, mit der Maus hier durch die Gegend zu ziehen, was aber nicht funktioniert hat. Also man muss einfach am Rand des Bildschirms gehen, dann verändert sich der Kartenausschnitt. Wie groß ist denn das Schiff hier bitte? Wie groß? Hier nochmal scannen. Ah, hier geht's weiter, alles klar. Hier ist was Wichtiges. Oder kann ich hier meine Energie auch wieder aufladen? Bestimmt. Ich glaube, das ist der Witz daran, an den Energiefeldern hier. Das wird eigentlich hundertprozentig erklärt. Dann haben wir hier Stromgenerator, Gefahrenschützer, extra Extraktionsbarke. Versorge umliegende Felder mit Strom und scanne sie dauerhaft. Aktionen in stromversorgten Feldern verbrauchen keine Energie. Ah, cool. Also wenn wir irgendwie eine Gegnerwelle erwarten zum Beispiel, dann könnte man hier dann einen Stromgenerator aufbauen und dann verbraucht man hier keine Energie mehr. Cool. Gefahrenschützer. Schützt die Crew für 10 Bewegungen vor gefährlichen Umständen. Gefahrenschützer können im Laden der Station erworben werden. Kaufe Generatoren im Laden der Station. Das hätten wir vorher machen können, aber
So, teleportiere dich unmittelbar zur nächsten Landezone. Barken können im Laden der Station erworben werden. Quasi so ein Homeward-Born wie bei Dark Souls. Okay. Aber wir kriegen keinen Saft hier. Wir kriegen keinen Saft hier. Wir verbrauchen die ganze Zeit nur Saft. Das heißt, wir müssen für unseren Ausflug, bis auf Weiteres, macht es gerade den Anschein, dass wir unseren kompletten Ausflug mit einer Energie, mit einem Energiereservoir erledigen müssen. Okay, wir gucken uns noch das Feld hier an und dann soll es das erstmal gewesen sein. Das sieht interessant aus, da ist was. Hallo, wie geht's denn so? Ganz gut, und dir? Die Wracks haben mich ausgelaugt. Zuerst denkt man sich, dass hinter jeder Ecke etwas Gefährliches lauert, doch irgendwann fühlt sich die ständige Gegenwart des Todes und der Ungewissheit nur noch trüb und öde an. Ich sollte vielleicht mal etwas Neues versuchen. Wie wär's? Handeln wir? Klar. Ein paar Credits haben wir ja noch. 390. Nicht viel, aber vielleicht hat er was Cooles. Waffenkern mit mindestens ein Mod für 650. Mittelgroße Energiezelle für 110. Komm, die nehmen wir jetzt mal ab. Anstandshalber. Hier, bitte. Danke. Das war's schon. Halb so wild. Möchtest du mir sonst noch etwas sagen? Das wäre alles. Dankeschön. Ich würde gerne wissen, wo ich meine Energie aufladen kann. Aber das werden wir wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr rausfinden. So, ich hoffe ansonsten, dass ich euch ein paar Kernfeatures von Deep Sky Derelicts näher bringen konnte. Mir hat es echt eine Menge Spaß gemacht. Ich bin selber gerade am Überlegen, ob ich das eventuell Let's Playen soll. Falls ihr darauf Bock habt, mehr von diesem Spiel zu sehen hier auf dem Kanal, dann zeigt mir das, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten sehen wir uns sehr bald wieder. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, ne? Bis dann, ciao!